Herzlich willkommen zu Star Wars The Old Republic zurück. So, wir sind wo ganz anders da als das letzte Mal. Vorhin war ich ja noch im republikanischen Forschungszentrum quasi und jetzt bin ich imperiales Unterziehungszentrum. Ha, hat sich nicht viel geändert. Okay, ich stehe vor dem Eingang von Befragung fehlgeschlagen. Ich habe gefragt im Chat, ob mich jemand unterstützen will, aber ich denke, es will keiner. Deswegen gehe ich das wieder alleine an. Werde ich schon schaffen, denke ich mal. Hoffe ich mal. Die hier sollten ja kein großes Problem sein, nur der Boss könnte ein Problem werden. Bin mir aber nicht sicher, aber der Heldenmoment ist bereit. Ja, Mann, dieses Verlangsamen hasse ich. Entflohene Häftlinge müssen eingefangen werden. Echte Plage. Gefangene, die fliehen. Der Elite-Typ hier war gar nicht so stark. Die Gruppe mit den drei Starken war da nicht viel schwächer. Würde dich gerne auch mal so lasertecken. Dass du auch mal so rumzucken kannst. Bäm. Immer das Gleiche mit dem. Gut, wir teilen uns den Schaden. Im Moment hat der die Aggro, mein Heiler, von ihm. Gut, jetzt habe ich die Aggro wieder. War auch notwendig. Ja, mir fehlt ein bisschen Wut. Ich habe schon gedacht, wieso schlägt er nicht? Ja, das ist so wieder so ein einzelner Kandidat. Auf die muss man aufpassen. Wenn die der Gruppe joinen während dem Kampf, dann ist das eine heikle Situation. Und das ist eigentlich in fast jedem Levelbereich. Da kann so mal so manche Gruppe fallen. Die sind schon echt fies. Ein bisschen abgehangen in der Luft. Ich hänge auch ganz gern ab mal. Aber so nicht. Ich bin kein so Typ, der auf dem Würgen steht. Das war doppeldeutig gemeint.
Diese Befragungen sind bestimmt nicht ganz unschön. Kann ich mir vorstellen. Tja, gefangen zu sein, das ist schon echt scheiße. Ein paar Millimeter haben gefehlt, dass ich ihn angreifen konnte. Sayonara. Abschaum. Ach, schon wieder schwere Rüstung. Ah, hat er sich versteckt hinter dem Schild. Er war nicht gut zu sehen. Hat er klug gemacht. Allerdings wirst du als erster sterben dafür. Für diese grausame Tat. Ich sterbe. Nein. Saf Darnell. Genauso viel Leben wie der eine Jedi-Meisterin. Bei der letzten H2. Sehen, ob er genauso stark ist wie die Meisterin. Eigentlich müsste er schwächer sein. Jedi. Okay. Manch wenige sind noch stärker als Jedi und Sith. Aber nicht jeder von ihnen. Ja, los. Verrecke an meinem Machtschrei. Danke, dass du mich so viel Schaden gelehrt hast. Dann kann ich mein Medikit benutzen. Der war geschützt durch diesen Computer da. Deswegen hat er nicht so viel Schaden bekommen. Das sah fast so aus. Denkt ihr nicht auch? Jawohl! Die 2000 Marke! 2000 Schaden Marke! Geknackt, das erste Mal, glaube ich. Vielleicht könnte ich mich aber auch irren. Vielleicht war es ja schon vorher. Ist mir jetzt aber das erste Mal aufgefallen. Dieser Erfahrung von den Gegnern lasse ich mir nicht entgehen. Ich werde sie alle züchtigen. Bam. Okay, da kam schon wieder die 2000er Marke. Wenn ich nicht diesen Umhang habe, muss ich echt aufpassen, dass ich nicht drauf gehe. Verdammter Taser. Du. Zack, zack. Also wenn das Betten sind, dann sehen die echt ungemütlich aus. Ich will da keine Nacht drauf verbringen.
Deswegen sind das Foltergeräte. Die locken einen so an, hey, kannst mal eine Runde schlafen, aber dann sind so ganz fiese Betten, die ganz ungemütlich sind. Und dann geben sie dir Albträume. Bestimmt, das ist so eine ganz hinterhältige Masche. Noch so drei von der Sorte. Die sprießen auch aus dem Boden wie Kaninchen. Wie Radieschen. Irgendwas halt schnell wächst. Wie Gras. Bam. Beide zum Preis von einem. Schon wieder schwere Rüstung. Aber ich glaube, so viel besser war es dann auch nicht. Saf Darnell, dein Untergang ist gekommen. Bam. Okay, der kann auch Schaden austeilen, vor allem wenn er meine Rüstung runtersetzt. Das ist fies. Kerle, du Nigger. Ich wollte doch nicht mehr Nigger sagen. Was ist mit mir los? Oder dieser Kampf meine höchste Konzentration. Ah, Mann, dieses Hochschmeißen, das hasse ich. Ab in deine Eier. Zack. Was hast du davon? Zum Glück kann der auch gestunt werden. So wie mein letzter Gegner. Junge, Junge, dich habe ich aber schwerer in Erinnerung. Ah, er will Erbarmen. Sollten wir es ihm gewähren? Ich weiß es nicht. Er hat mir keine Erfahrung gegeben, also kein Erbarmen. Das wäre angebracht. Vielleicht. Mali tuta od Miška. Če čopa guma ni umpi put malija bedwana ni bobo. Na, jetzt hat ihn den Rausch gepackt. Niemand hat solches Leid verdient. Das hat mir nicht gefallen. Das hat mir nicht geschmeckt. Jemand hier muss sterben. Bambaula ji ota kakoga huta nubisto. Bambaula ji ota kakoga huta nubisto. Poya tuka changa goptula do bata wana wanki. Jetzt spielt er auch noch Gott. Soll das ein Scherz sein? Ihr seid selten dämlich. Ich töte zwar nicht oft Leute, aber den Typ will ich nicht als Sith sehen. Idiot. Idiota! Ich spreche hier mit einem Toten. Che womaktoma. Hä? Was? Hä? Habt ihr das gesehen? Als wäre ich auf einmal in ganz anderem Raum gewesen. Das war seltsam. Auf zur Basis zurück. Republikanische Forschungsabteilung, da muss ich wieder hin.
Der Kerl hat viel Zeit in Anspruch genommen. Zeit, die ich nicht wieder zurückbekomme, das mag ich nicht. Ich freue mich immer über Kundschaft. Kann ich euch behilflich sein? Seht euch ruhig um. Wie viel Böse habe ich denn gemacht? 99? Ach, dann noch 50 mehr macht der Braten nicht fett. Ich habe das Nötige getan. Minus 21. Kann ich auch vor Schmerzen. Ich muss gerade gucken, wo das passt. Die Hose, da passt es am besten. Naja. Habe ich was Zuneigung verloren? Passiert, sage ich mal. Es passiert. Was tut der hier? Naja, als Level 55er gehen die Aufträge auf jeden Fall schneller. Wenn man sich irgendwie hochlevelt. Naja, ist mal OP. Im Gegensatz zu den Gegnern. Wenn es einem Spaß macht, kann man es machen. Aber ich will jetzt zu Nachwusin. Klingt wie ein ausgedachter Name. Naja, mein Name ist auch ausgedacht. So, hier kann ich wieder die... Welch eine Ehre, mein Sith Lord. Oh, welch eine Ehre. Welch eine Ehre, mein Sith Lord. Da kann ich die verlorene Zuneigung wieder gut machen. Jetzt habe ich sogar wieder mehr. So, ich gehe aber lieber mit der Wette zu den nächsten Auftraggebern. Die ist nicht so schnell beleidigt, wenn ich was tue, was ich halt tue. Transitbrücke. Habt ihr mich vermisst? Ja. Du bist mir lieber. Da hinten ist noch ein Auftrag. Nachwusin. Ein Keldor. Ein bisschen Zeit haben wir noch. Seid willkommen. Die Herren des Schicksals sind damit beschäftigt, die Schnellen von den Toten zu trennen. Ich hoffe, ihr fallt in die erste Kategorie. Ich dachte, ihr gehört zum Schattensyndikat. Sind diese Herren des Schicksals Freunde von euch? Freunde, in der Tat. Sie haben mich über Jahre hinweg gesund und reich gemacht. Sie passen auf Spieler auf, beschützen und profitieren von den Risikofreudigen. Aber genug über sie. Das Schattensyndikat steht euch zu Diensten. Gemeinsam mit dem imperialen Geheimdienst sind wir hier, um euren Feldzug gegen die Republik zu unterstützen. Das Imperium hat viele Feinde. Wir werden dafür sorgen, dass sie scheitern. Sprecht mit den Kontaktpersonen auf der Liste, die ich euch übermittle. Sie haben die Details. Welche Art von Gegenmaßnahmen erwartet uns? Dieses Gebiet ist tödlich, aber nur Mut. Eure Überlebenschancen sind beinahe ausgewogen. Kehrt zu mir zurück, wenn ihr eure Feinde zermalmt habt. Wir werden Geschäftliches zu besprechen haben. Viel Glück. Danke, danke. Ist mir im Gespräch gerade aufgefallen, die Farbe ist nicht angepasst. Also wir haben noch hier Clord, Chief und Commander Strom. Und da hinten ist noch einer, Agentin irgendwas. Oder Agent. Die haben noch Aufträge für uns. Also so 4 ungefähr. Und dann sind wir fertig. Ein Ende ist in Sicht, sag ich mal. Commander Strawn, gute Arbeit mit dem Hacker im Datenzentrum. Wärt ihr bereit, nochmal etwas Ähnliches zu tun? Ein Hacker zapft unsere Computer an. Wir kennen ihn nur als Zero.
Normalerweise würde ich einen Sith nicht damit belästigen, aber es geht um die zentrale Primärschnittstelle. Die gesamte Kommunikation, die Militärdaten, alles fließt hier durch. Dieser Hacker Zero ist gefährlich. Wir schickten einen Terminierungstrupp, aber niemand kehrte zurück. Er darf nicht ungehindert weitermachen. Unsere einzige Chance, ihn zu finden, ist, indem wir Spürstifte in einige der geheimsten Hubs der Hutten implantieren. Offiziell können wir so etwas nicht unterstützen. Also darf es keine Zeugen geben, weder Wachen noch andere. Das Imperium wird nicht mehr zulassen, dass ein rebellisches Kind uns demütigt. Ich danke euch sehr. Ein Techniker wird abwarten, bis er Zero durch eure Stifte lokalisieren kann. Dann gibt er euch seinen Standort durch. Und dann, wenn ihr ihm gegenübersteht, zwingt ihn in die Knie. Werde ich tun. Zero as a number. Von welchem Spiel ist das wohl? Ah, der Händler ist oben drüber. Das ist verwirrend, wenn das auf mehrere Ebenen aufgeteilt ist. Minus Porter. Mist, da ist noch ein Auftraggeber. Nennt mich Rylea, Imperialer Geheimdienst. Ich hatte gehofft, dass ihr hier vorbeikommen würdet. Ich will mich nicht in Darth Baras Angelegenheiten mischen, aber ich benötige Hilfe in einem Ausmaß, wie ihr es bieten könntet. Ein vielversprechendes junges Unternehmen demonstriert heute einigen Repräsentanten des republikanischen Militärs sein Vorzeigeprojekt. Wir müssen dafür sorgen, dass die Sache schief geht. Das sehe ich auch so. Das Ziel von Holovan Labs ist es, von der Republik einen Auftrag für ihren neuen Frontkampfdroiden zu bekommen. Ich glaube, diese Droiden werden das Machtverhältnis in diesem Sektor schnell verändern. Ich will dafür sorgen, dass dies zu unserem Vorteil geschieht. Gibt es schon einen Plan dafür? Ihr könnt in die Testanlage von Holovan Labs eindringen und mit diesem Datenstift den Droiden eine neue Feinderkennung einspeisen. Sorgt dafür, dass die Droiden ihre Schöpfer und die Beamten der Republik töten und nehmt dann die Baupläne an euch. Einfach, aber gefährlich. Ich werde diese Droiden tanzen lassen. Ich werde zusehen. Und die nächste A2. Puh. Dieses Tagesgeschäft ist hart. Aber es bringt gutes Geld ein. Okay, Leute. Ich mach hier Schluss für diesen Part. Wir sehen uns nächstes Mal wieder. Ciao.